Guten Tag, mein Name ist Lilly Schumacher und ich studiere im zweiten Semester Kultur und Wirtschaft an der Uni Mannheim. Heute möchte ich Ihnen unser noch in der Vorgründungsphase befindliches Geschäftsmodell um die Pumpe Aquädukt vorstellen. Dazu lade ich Sie auf eine kleine Reise ein. Eine Reise nach Uganda, um genauer zu sein, in die Heimat von 28 Millionen ausschließlich für den Eigenbedarf produzierender Kleinbauern. Deren Lebensgrundlage wird zunehmend durch die Folgen des Klimawandels gefährdet. Die Regenzeiten werden immer kürzer und in der Trockenzeit gibt es kaum finanzierbare und effiziente Möglichkeiten, die Felder zu bewässern. Die Bauern sehen sich gezwungen, Zweitjobs anzunehmen und vernachlässigen so ihre eigentliche Lebensgrundlage. Dabei gibt es im ganzen Land Wasser. Dieses sammelt sich während der Regenzeiten in Tümpeln, welche von 30% der Kleinbauern nur etwa 150 Meter entfernt liegen. Aktuell verfügbare Pumpen kosten wenigstens $120, was bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von $40 weit außerhalb des Budgets unserer Zielgruppe liegt. Und genau hier wollen wir angreifen. Wir sind eine Studierendengruppe von 7 Studierenden aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und Maschinenbau der Uni und Hochschule Mannheim. Gemeinsam haben wir eine Pumpe entwickelt, die die Bewässerung auch in der Trockenzeit sichern soll. Mit unseren Partnern Dennis Trohewa und Shine Africa haben wir die Bedürfnisse unserer Zielgruppe genau identifiziert und einen ersten Prototypen entwickelt, der auch in Uganda aufgebaut wird. Doch wodurch unterscheiden wir uns von den herkömmlichen Anbietern? Unser Alleinstellungsmerkmal liegt in der Funktionsweise der innovativen Pumpe. Mithilfe eines Fahrrads und einer damit verbundenen Tretpumpe schaffen wir es, mehr Wasser mit weniger Anstrengung und weniger Zeit als mit den herkömmlichen Handpumpen zu fördern. Durch das Treten wird das Wasser aus dem Tümpel befördert und kann einfach mit einem Schlauch auf dem Feld verteilt werden. Das schaffen wir aktuell mit 50 Litern pro Minute. Außerdem ist die Pumpe sehr handlich und kann komfortabel auf dem Gepäckträger geklappt transportiert werden. Unser Ziel ist es, das Produkt über landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaften und mithilfe eines Mikrokreditfinanzierungssystems an die bedürftigen und finanziell schwachen Bauern zu vertreiben. Durch Agrarworkshops und Testfelder zur Besichtigung wollen wir positive sowie verkaufsfördernde Mundpropaganda antreiben. Durch den Kauf unserer $90 teuren Pumpe schaffen es die Bauern, ihre Erträge um bis zu 100% zu steigern. Dadurch amortisiert sich der Kauf für sie bereits im dritten Monat nach der Anschaffung. Wir können so die Lebensgrundlage vieler Familien in Afrika nachhaltig sichern und die zeitaufwendigen Zweitjobs der Bauern können aufgegeben werden. Langfristig wollen wir unser Konzept in Uganda implementieren und skalieren. Aus diesem Grund werden wir vor Ort Menschen dazu trainieren und anstellen, unsere Pumpe zu bauen und das Geschäftsmodell fortzuführen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie später am Stand zu begrüßen.